Hallo, guten Tag. Da sind wir wieder, Wolfgang und Klaus. Wir hatten ja versprochen, dass wir eine Reihe von Videos machen, die das Thema Alkoholsucht behandeln. Und wir wollen in lockerer Weise wollen wir über das Thema Alkohol berichten und vielen Menschen helfen, da wieder rauszukommen. Vielleicht hat der eine oder der andere unser erstes Video gesehen. Es geht darum, den Menschen zu helfen, aus diesem Alkoholhamsterrad rauszukommen, so wie wir beide das auch gepackt haben, Wolfgang, Ja. ne? Und wie war eigentlich, wie ist das eigentlich bei dir passiert mit dem Alkohol? Bei mir mit dem Alkohol ist dadurch passiert, das hatte damals die Arbeit mit sich gebracht. Man ist viel auf Montagetätigkeiten gewesen. Da war natürlich immer nach der getanen Arbeit ein Kneipengang. Dann ging das los und dann wurde viel gefeiert, auch unterwegs und so weiter und so fort. Und da ist der Alkoholkonsum so hoch geworden, dass man das alles noch gerade so steuern konnte. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt musst du deine Reißleine ziehen, damit deine Familie noch bleibt und du vor allen Dingen auch gesund bleibst. Und habe gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich angefangen, den Alkohol wirklich abzubauen und unterzugehen, weil ich gemerkt habe, ich kann dadurch besser und ich hatte noch nichts verloren. Ich hatte meinen Job noch, ich habe noch meine Fahrerlaubnis besessen und meinen Führerschein gehabt und das war eigentlich noch das Ziel. Und so ist es dann gekommen, dass ich vom Alkohol weggekommen bin. Also ich habe mir das persönlich gesagt, jetzt ist Schluss. Also du hast einen Punkt gehabt, an dem du gesagt hast, jetzt reicht es. Jawohl, genau. Den habe ich ja. Jetzt reicht es, jetzt ist Schluss, das geht nicht mehr so weiter und jetzt von heute auf morgen Ende. So ähnlich war es ja bei mir auch. Entschuldigung, so ähnlich war es ja bei mir auch. Ich habe durch ein Ereignis habe ich gesehen, was Alkohol alles anrichten kann. Und da habe ich dann auch von heute auf morgen gesagt, also das wird dir so nicht passieren und darum habe ich gesagt, Alkohol nicht mehr. Und das haben wir beide auch gut in die Reihe gekriegt. Du bist ja nun wie lange trocken? Ich bin jetzt 12 Jahre trocken. Und bei mir sind es 16 Jahre. Und wir beide wollen ja nun mit diesen Videos, wollen wir Unterstützung bieten für Menschen, die richtig drinstecken Ja. und da wieder raus wollen, aber nicht wissen wie. Wie? Und Ganz da haben wir genau. ja gesagt, wir machen eine Reihe von Videos, wo Jawohl. wir hin und wieder einen Ratschlag parat haben. Ja. Und ja, wir wollen mal sehen, ob wir dem einen oder anderen helfen können. Wir sind ja beides, haben wir im letzten Video ja schon gesagt, wir sind ja in der Selbsthilfe auch tätig und konnten in der Vergangenheit schon vielen, vielen Menschen helfen. Und das wollen wir natürlich hier im Internet weiter fortführen. Und ich denke, der eine oder andere wird sich an diesen roten Faden, den wir dabei gefunden haben, halten können, ne? Also wir wollen Tipps geben. Wie kommt man aus dieser Alkoholfalle wieder raus? Genauso ist das. Ja, und wie gesagt, wir wollen kein Dogma auflegen oder so. Das muss jeder von sich alleine wollen. Jeder muss die Entscheidung für sich alleine treffen und muss sagen, ich will das mit dem Alkohol nicht mehr. Ich will ein besseres Leben. Ich will wieder gesund leben. Ich will Sport treiben. Ich will wieder meinem Hobby nachgehen. Das alles leidet ja durch die Alkoholsucht unheimlich. Ne? Ja. Und dazu machen wir das beide hier. Und das sollte heute noch mal kurz so ein Abriss sein, wie es uns beiden mal ergangen ist. Und wie gesagt, wir machen das schon viele, viele Jahre und wollen da vielen Menschen noch helfen. Und wer das Video jetzt gesehen hat oder auch später sich anguckt, weiß man ja nicht. Den drücken wir die Daumen für sein Vorhaben, gerade weil wir das neue Jahr 2019 schreiben. Da haben wir viele Ziele. Und ein großes Ziel kann ja sein, abstinent zu werden. Ne? So ist es, oder? Ja, und wer sich das vorgenommen hat, der tut ja für sich was Gutes, der tut für seine Familie was Gutes, der tut für seine Umwelt was Ja. Gutes. Und ja, wie gesagt, diejenigen, die es vorhaben, den drücken wir die Daumen und hoffen, dass das Video gefallen hat. Wenn ja, bitten wir darum, dass Sie einmal den Daumen hoch unten anklicken. Und falls Sie es noch nicht gemacht haben, bitte die Glocke auch anklicken, damit Sie über die weiteren Folgen von uns dann informiert werden und am Ball bleiben. Wir beide wünschen Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende und sagen, Tschüss. bleiben Sie dran und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ne? Jawohl. Tschüss.